Autos der Zukunft müssen nicht immer hässlich sein. Das hier ist zum Beispiel cool, der WayRay Hologractor. Er ist ein Fahrzeug aus dem holographischen Metaversum, das heißt eine Kombination von virtueller Realität und physischer Wirklichkeit. Die komplette Windschutzscheibe ist eine einzige Projektionsfläche. Wenn man drin sitzt, kann man zum Beispiel spielen oder sich Informationen in 3D darstellen lassen. Die Größe spielt bei modernen Projektionssystemen eine besondere Rolle, denn die ganze Hardware muss ja im Auto möglichst direkt vor dem Fahrer im Armaturenbrett verbaut werden. Moderne Systeme benötigen da 23 Liter Platz, das System von WayRay nur rund ein Zehntel. Wir als WayRay sind ein virtuell integriertes Deep-Tech-Unternehmen, das sich auf Holographie spezialisiert hat. Und wir glauben, dass wir in diesem Bereich die Nummer 1 weltweit sind. Holographie ist ein Bereich der optischen Systeme, der dabei helfen wird, die Machart und das Aussehen solcher Systeme auf verschiedenste Art und Weise zu verbessern. Aktuell haben wir auf dem Markt der konventionellen Autohersteller ganz normale Head-Up-Displays, die verschiedene Arten von Informationen vor dem Fahrer anzeigen. Allerdings haben diese Displays Einschränkungen, was das Sichtfeld und die darstellbare Entfernung angeht. Mit diesen Einschränkungen kann man keine virtuelle Realität darstellen und virtuelle Realität wird sehr wichtig sein für zukünftige Fahrzeuge, da die Menschen sehr viele digitale Inhalte über die Scheiben ihrer Fahrzeuge konsumieren werden, egal ob das jetzt auf der Windschutzscheibe oder den Seitenscheiben ist. Aktuell ist Holographie die einzige Möglichkeit, diese Art von Infotainment-Erfahrung zu realisieren. Das Besondere an unserer Firma ist, dass wir solche optischen Systeme entwickeln und bauen können, um die hardwareseitigen Voraussetzungen zu schaffen, aber gleichzeitig sind wir auch Software-Experten. Wir bieten also ein Komplettpaket an, mit dem sich die virtuelle Realität in praktisch jedes Auto bringen lässt. Fahren kann man mit dem Hologractor entweder selbst oder das Fahrzeug fährt autonom oder jemand anders steuert das Fahrzeug, der zum Beispiel zu Hause im Homeoffice sitzt. Wir benutzen Laser. Holographie benötigt Laser und das bringt einige Vorteile mit sich, wie zum Beispiel Bildschärfe, aber auch Kontrastreichtum. Wir benutzen DOP-Technologie, die momentan die bestmögliche Option in diesem Segment darstellt. Das hilft ebenfalls bei der Schärfe der Darstellung. Mit Holographie kann man im Grunde auf unbeschränkte Entfernung Dinge im Sichtfeld darstellen. Die Software, die wir verwenden, nennt sich Augmented Reality Rendering Engine und ist ein ziemlich kompliziertes Stück Software, das, wenn man so will, aus mehreren Schichten besteht. Als erstes erfassen wir die Realität, die Umgebung, mittels Sensoren. Wir müssen das Fahrzeug so präzise wie möglich im Raum platzieren. Das ist der erste Schritt und nennt sich Simultaneous Location and Mapping, sprich gleichzeitiges Orten und Kartografieren. Dafür verwenden wir klassische Sensoren wie Kamera, Radar und weitere. Nachdem wir das Fahrzeug so genau wie möglich verortet haben, müssen wir versuchen vorauszusehen, was in den nächsten 100 Millisekunden passieren wird. Das Fahrzeug bewegt sich und wackelt. Man muss in der Lage sein, auf die zukünftigen Bewegungen zu reagieren, damit man das Rendering, also das Berechnen der digitalen Inhalte, an diese Bewegung angleichen kann. Das ist der zweite, sehr wichtige Teil dieser Software. Zum Schluss brauchen wir zusätzlich noch ein sogenanntes Situational Awareness Feature. Im Grunde eine Art künstliche Intelligenz, die den Kontext dessen, was mittels der Sensorik eingefangen wird, versteht, sodass man anschließend die entsprechenden Anzeigen auf diese Objekte projizieren kann, seien es Fußgänger, andere Autos, Geschäfte oder was auch immer. Die Person auf dem hinteren Sitz bekommt in diesem Fahrzeug definitiv eine Sonderbehandlung. Man sitzt quasi auf einem Gamer-Thron mit zwei Joysticks und einem 180-Grad-Visor für das maximale VR- und Gaming-Erlebnis. WayRay Hologractor ist kein Showcar für das Jahr 2050, denn alles ist fertig entwickelt und das Auto könnte heute gebaut werden.